Falls ich nicht viel sage, sorry, aber ich habe die krassesten Bauchschmerzen. Ich muss auch gleich nochmal aufs Klo. Warte, ich brauche eine Banane. Oh, er braucht eine Banane. Wie läuft denn so ein Abend ab, wenn ihr jetzt nicht so geile DJ seid? Ich mache den ein oder anderen Beyoncé-wackeligen Hüftschwung. Ist das Kunst? Nee, das ist nur der Bartek. Dankeschön. Ja, und wir haben einfach Spaß. Das mag ich. Schön, wenn Leute Spaß in ihrer Arbeit haben. Voll. Das gibt's auch nicht oft. Das Ding ist, das ist der beste, das ist der krasseste Job der Welt. Wir kriegen Essen, wir kriegen Dach über den Kopf und dann feiern wir einfach einen Abend durch, Alter. Haben so einen geilen Abend, Alter, dann hauen wir wieder ab. Das ist das Schönste der Welt, Alter. Einfach Party machen. Um mal ein bisschen auf Themen zu kommen. In irgendeinem Interview sagst du irgendwann so ganz am Rande, dass du mal wegen Depressionen in Therapie warst. Mhm. Und jetzt bist du aber auch der Rapper, der über flauschige Flugdrachen und den Sonnenaufgang textet. Ich sag, es klingt für mich ein bisschen klischeehaft, dass der depressive Typ nach außen hin so total lieb, nett, weltoffen ist. Wie kommt das? Ach, also im Endeffekt steckt dahinter einfach nur eine bipolare Störung meines Charakters. Ab und zu bin ich ganz weit oben, ab und zu bin ich ganz weit unten. Und die Musik hält mich immer so in Balance. Wenn ich zu lang keine Musik mache und irgendwie meine Fantasien niederschreibe, wird es immer zu toll oder zu schlimm und so. Deswegen, Mann, ich mache dann Musik, weißt du, dann wird alles wieder gut. Wieso klischee-mäßig? Ich meine, das Klischee ist das, dass der nach außen hin am meisten grinst, am meisten lacht, tief im Innern der leerste von allen ist. Nein! Du bist tief im Innern nicht leer, das weiß ich. Du gehst dauernd auf Toilette. Ja. Ich muss kurz drüber nachdenken. Ihr könnt es ja schneiden im Nachhinein, gell? Ja, natürlich. Depressiv ist ja nur so eine enttäuschte Suche, habe ich so, also jetzt im Sinne, wenn du so von lustigen Menschen redest, weißt, sind meistens alle Suchende so, die irgendwie nach dem Sinn suchen. Und deswegen, vielleicht suchen die Leute, die, oder? Kann es sein? Hast du das Gefühl, ich gehe in die richtige Richtung? Ich weiß nicht, das musst du für dich selbst wissen. Das musst du echt übelst zusammenschneiden, ne? Im Endeffekt muss es so aussehen, als wären wir sofort mit der Antwort ums Eck gekommen. Und das ist erst die erste Frage. Der Typ hat noch so ein paar. Oh Gott. Geil. Beste Mensch der Welt, Dan Harmon. Ich habe einen Vortrag von ihm gesehen, wo er sagt so, Komik ist Tragik mit Spiegelschrift. Komik ist Tragik mit einem Happy End. Und ich glaube, lustige Leute sind Menschen, die durch viele Schmerzen gegangen sind. Anstatt sich der Tragik hinzugeben, suchen sie das Positive darin. Und die besten oder die klügsten Köpfe davon machen auch noch was Lustiges daraus, um die Leute zurück in die Freude zu kitzeln. Ja. Ich glaube, ich mache einfach mal so einen thematischen Cut. Das wird dir doch ein bisschen leicht. Hat dir die Antwort jetzt nicht gefallen? War das doch, 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 die fand ich super. Das war eine wunderschöne Antwort, Karl. Siehst du? Ach ja, was haben wir denn noch? Ah, übrigens, bei euren Texten, das habe ich vorhin noch auf der Hinfahrt gehört. Eins nervt mich richtig, und zwar die Zeile, mir ist egal, wer dein Vater ist, solange ich an der Luft keiner übers Wasser. Ich warte immer auf das Bitch. Ist das beabsichtigt? So, auf Ventilator hier. Bitch rein. Warum mir egal, wer dein Vater ist, solange ich angelaufen bin, kein übers Wasser, Bitch. Wow, okay, he killed me. Da ist doch dann sogar noch so eine Pause. Ey, ich werde das Album nochmal re-releasen. Übrigens, das Album können wir auch nochmal zeigen. Schön. Stellen wir hier mal drauf. Perfekt. Das ist gut und günstig, das Album, gell? Jetzt im Handel zu sehr fairen Preisen könnt ihr euch. Nur Alarm. Oh. Geh mal. Ja. Hinterlass das Klo bitte so, wie du selber vorfinden magst. Aber guck mal, wo wir hier gerade so unter uns sind. Wie geil hat es sich angefühlt, Moneyboy eine Nackenschelle zu geben? Oh, da sprichst du was an. Ich bin ja eigentlich Moneyboy-Fan. Ich wollte auch schon oft ein Feature mit dem machen und so. Und der ignoriert mich einfach. Das hat mich immer so ein bisschen sauer gemacht, dass der uns wack findet so. Ja. Und dann kam er auf die Bühne. Ich war auch ein bisschen besoffen und so. Und dann habe ich gedacht, ey, warte mal, das ist Disrespect. Ich gebe diesen dummen Rapper wie so, ey, warte mal, ey. Ja, aber ich wollte mich gleich entschuldigen. Hey, sorry. Ja, Mann, sorry.
Und das war auch irgendwie komisch. Das macht man dann aber auch nur, um sagen zu können, ja, ich habe mich entschuldigt bei dem. Willst du dich zu uns kuscheln? Wir haben uns hier so ein bisschen... Es tut uns so leid, aber ich habe Magen-Darm. Stell derweil noch eine Frage, dann kann ich sie noch beantworten. Mackes hat letztens mal in einem Interview gesagt, dass er tief im Herzen ein Solokünstler ist. Warum und wie gehst du jetzt damit um? Weil du weißt ja schon vor den Oasis mit Mackes zusammen, mit ja, Mackes und Frank. Ja, aber ich war eigentlich, also tief im Herzen sind wir alle nämlich Solokünstler eigentlich. Ja? Ja, ich, es war nur so, dass zum Beispiel 2000... warte mal. So, Moment einmal. Kann ich mich aber auch wieder hier so hinflätzen. Das, wann war das denn? 2002, 2003 oder so? Wollte ich damals noch eine erste Kassette rausbringen und Mackes wollte auch ein Album rausbringen und dann haben wir gesagt, hey, dann lass uns das doch zusammen tun. Von da an waren wir eigentlich auch, also zwar Mackes und Plan B, aber jeder hat sich immer als Solo-Ding schon gesehen. Ja, ey, dieses Oasis-Ding ist auch eigentlich so verrückt. Wir wollten eigentlich nur chillen. So. Vor allem und das ist erfolgreich, so ein Scheiß. Zack, waren wir in der Band, Alter. Wir sind eine Band auf einmal, Alter. Aber jetzt sind wir gerade alle an so einem Punkt, wo wir auch mal wieder Bock haben, Solo-Sachen zu machen, weißt du? Ich habe noch nie ein Solo-Album gemacht. Für mich ist es voll aufregend, so. Richtig krasse Abenteuerreise, so. Hier, da, Schreibprozess. War jetzt in London am Anfang des Jahres gleich und so, habe da Lieder aufgenommen. Das Schönste der Welt. Wieso macht man das eigentlich? Zum Beispiel Masimoto ist ja auch immer so krass unterwegs, wenn er irgendwo ein Album aufnimmt, dass er dann ganz irgendwo anders ist. Ja, du hast halt keine Ablenkung. Wenn ich in Stuttgart bei mir ins Studio gehe, dann kommt halt an jedem zweiten Abend irgendein Kumpel, ich komme auf ein Bier vorbei, weißt du, dann will der natürlich was hören und so. Und das will man, man will sich wirklich einschotten und man will neue Eindrücke. Ich will nur noch wegfahren, um aufzunehmen und so, das ist geil. Würde nicht auch Dänemark reichen? Ja, doch, Dänemark war auch super. Aber London war jetzt halt irgendwie, hat sich angeboten. Eine Freundin von uns wohnt da, konnten da übernachten, das war perfekt. Perfekt. Ja. Glaubst du ihm nicht, oder? Doch, oder weißt du etwas, das ich nicht weiß, wahrscheinlich. Ich war einfach scheißmüde, Alter. Und hab versucht, auch was beizutragen. Einfach den letzten Satz wiederholt. Das war echt perfekt. Ey, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich so in dein Mikrofon rede, wenn dein Mikrofon da ist, wo es ist? Das war echt nett mit dir, machen wir das öfter. Gerne, wir können uns auch in der Reutling treffen. Ey, stimmt! Ja, ich bin da. Voll gut. Ich muss aufs Klo.